Ich gebe die Kollegin Katrin Vogler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor knapp 40 Jahren hat jetzt die UNO die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, kurz UNIFIL, eingesetzt. Und wie der Name ja schon sagt, sollte das zunächst eine Übergangslösung sein. Aber davon ist ja heute wohl keine Rede mehr. Tatsächlich ist es, wie die Bundesregierung selbst schreibt, in 40 Jahren nicht gelungen, die Ziele der Mission zu erreichen. Und da finde ich schon, Sie sollten den Mut haben, den Ansatz hinter dem Einsatz zu hinterfragen. Derzeit sind etwa 130 deutsche Soldaten in Führungsstäben und in der Seeraumüberwachung eingesetzt, und das Ganze soll in den kommenden 12 Monaten 28,7 Millionen Euro kosten. Demgegenüber werden für Dialog und Versöhnung im gleichen Zeitraum lächerliche 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Und darin, da ist sogar noch der Unterhalt für den Libanon-Sondergerichtshof in Den Haag enthalten. Meine Damen und Herren von der Bundesregierung, lieber Nils Ahn, das ist wirklich völlig inakzeptabel. Denn was der Libanon im Jahr 2019 nötig braucht, das ist nicht Aufrüstung, sondern Versöhnung, Dialog, Friedensförderung und soziale Gerechtigkeit. Wenn Sie dafür 30 Millionen Euro ausgeben wollten, dann hätten Sie die volle Unterstützung meiner Fraktion. Bei meinem Besuch mit der Parlamentariergruppe im Libanon vor 2 Wochen haben wir vor allem immer wieder über 3 große Sorgen und Probleme gehört. Da sind erstens die etwa 1,5 Millionen syrischer Kriegsflüchtlinge, die auf absehbare Zeit nicht in ihr Heimatland zurück können, die im Libanon aber auch nicht sesshaft werden sollen, weil es große Sorgen gibt, dass sie das fragile Gleichgewicht zwischen den Religionsgemeinschaften verschieben könnten. Von diesen Menschen lebt über die Hälfte in absoluter Armut, aber nur 19% erhalten von dem UN-Flüchtlingshilfswerk eine marginale finanzielle Unterstützung. Und nur jedes zweite Kind nach dem Grundschulalter geht noch zur Schule. Die zweite große Problemlage ist die ökonomische und finanzielle Krise, die einerseits mit hausgemachten Defiziten zu tun hat, aber auch mit dem Krieg in Syrien und mit der aggressiven Destabilisierungspolitik der Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien. Und wir haben gehört, dass Menschen gesprochen haben, Fachleute gesprochen haben von einem Economic Meltdown, der dem Libanon drohe, also einer ökonomischen Kernschmelze. Und drittens, was Sorge macht, ist die brandgefährliche Nahostpolitik eines Donald Trump und seiner Administration, der Israels völkerrechtswidrige Besatzungspolitik in den palästinensischen Gebieten und auf dem Golan stützt und jetzt auch noch dem Iran mit Krieg droht. Das bedroht die Stabilität im Libanon ganz essentiell. Und diese Gemengelage bietet jede Menge Zündstoff für Krisen und Konflikte, auch weil die libanesische Regierung, gedrängt durch IWF und Weltbank, die maroden Finanzen mit einer scharfen Austeritätspolitik sanieren will. Und meine Damen und Herren, wer dann, wenn die Bevölkerung die Härte dieser Maßnahmen vollkommen spürt, wer dann als Sündenbock herhalten muss, das ist noch völlig offen. Die Syrer, die Palästinenser oder Israel, ein Land, mit dem der Libanon bis heute keinen Friedensvertrag geschlossen hat? Und was täten denn die Bundeswehrsoldaten, die die Grenze sichern sollen, wenn das nächste Mal israelische Soldaten über die Grenze kämen, etwa um auf libanesischem Gebiet Stellungen der Hisbollah zu bekämpfen? Meine Damen und Herren, schon vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist es unvorstellbar, dass deutsche Soldaten mit der Waffe in der Hand gegen Israelis kämpfen. Und auch deswegen hat meine Fraktion von Anfang an Nein gesagt zur Beteiligung der Bundeswehr an diesem Einsatz. Und dabei bleiben wir auch. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Tobias Lindner, Bündnis 90 Die Grünen.